Wir machen jetzt diese coole Mondgirlande. Dafür braucht ihr einfach eine Pappe, Kordel, eine Schere, Bleistift, ein Glas und Sprühacrylfarbe. Zuerst malte ich mit dem Glas schöne Kreise auf eure Pappe. Manche halbiere ich jetzt nochmal hier. Und mit dem Glas könnt ihr auch super noch einfach mal so Halbmonde draufmalen. Dann schneidet ihr alles aus und geht am besten nach draußen, um eure Sachen anzusprühen oder anzumalen. Dann schneidet ihr in der Zeit, wo es trocknet, schon mal die Kordel ab. Ein langes Stück und mehrere kurze Stücke, die ihr mit etwas Abstand an das lange Stück dranknudelt, dass sie so runterbaumeln. Dann macht ihr mit dem Zirkel so kleine Löchlein in eure Monde und sticht das Loch mit dem Schachlikspieß nochmal ein bisschen nach, dass es halt einfach größer wird. Dann könnt ihr es daran knoten, an diese Bändel, die runterhängen. Was am Knoten übersteht, schneidet ihr einfach ab. Und das war's auch schon. So sieht das Endergebnis aus. Dann könnt ihr es aufhängen. Ich hoffe, das DIY hat euch gefallen. Abonniert gerne meinen Kanal.